Wunderschönen und einzigartigen guten Abend wünsche ich euch zu einer Folge Plants vs. Zombies Garden Warfare. Also, ich spiele zumindest jetzt ein bisschen gemischter Modus, um euch die neuen Charaktere zu zeigen, die ich hier so großzügig im letzten Pack von EA bekommen habe. Da EA die größte und beste Firma ist dieses Planeten. Nein, dafür wurde ich nicht bezahlt. So. Weiter im Text. Warum nehme ich gemischten Modus auf und nicht Gartenkommando oder Revierübernahme, wie es hier in diesem Teil heißt? Ganz einfach, es ist spät. Ich bin der Überzeugung, dass irgendwann meine Eltern einfach reinkommen und sagen, Hello, is it me you're looking for? Und sich dann so denken, zock's gerade, juckt mich nicht. Und sich denken, ja, mach das jetzt bitte aus oder sowas, ich weiß es nicht. Ist mir ziemlich egal, ich werde es auf jeden Fall jetzt erstmal nicht aufnehmen. Also erstmal keine langen Runden aufnehmen. Wir sind im Team der Zombies und müssen deswegen eigentlich den lieben Captain Flammenfratze wählen. Den haben wir nicht im Pack-Opening gezogen, sondern ich in einem okay, kurzer Cut. Ich bin nämlich in einer leeren Runde drin. Das leider bei Plants vs. Zombies sehr häufig passiert, weil, weiß ich nicht, es ist halt einfach so, es spielt abgesehen von also es spielt eigentlich keiner, abgesehen von Revierübernahme spielt eigentlich keiner. Auf dem PC zumindest. Und ja. Was traurig ist, wir haben das gerade mal die Zombie-Klasse. Ist eigentlich alles in Ordnung gewesen. Ja. Auf jeden Fall. Wir sehen uns, wenn wir eine gute Runde finden. Ist dann doch Gartenkommando geworden. Wir spielen dafür allerdings jetzt den Grillmais, der ja hoch im Kurs ist, würde ich sagen, mit seinem pikanten Schuss, mit seinem Feuermais, mit den Brandblasen unter den Füßen. Ja, es könnte etwas laggen, das liegt aber leider am Internet und nicht am Aufnahmeprogramm, also damit müsste alles in Ordnung sein. Pikanter Schuss klingt aber auch schon super. Nein, ich habe es nicht geschafft, ihn zu töten. Mich mit dem... Ah, nee, er war das gar nicht. Mit der Weitschusskanone hat mich der Kapitän da geholt. Leider keine Ahnung, wie der Typ heißt. Aber muss ja irgendwas Wichtiges sein. Das ist die neue Map. Ich kenne mich hier komplett nicht aus. Als ob ich mich auf irgendeinem Spiel in irgendeiner Map auskennen würde. Ne? Oh, Headshots. Das waren hart viele Headshots. Das war gut. Das war gut. Ja. Ist leider ein bisschen Lagplay. Tut mir leid. Oh, sehr großes Lagplay. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen leiser, aber das ist, weil ich in letzter Zeit nicht damit zufrieden bin, dass meine Aufnahmen sehr übersteuern. Ich habe die Soundaufnahme auf 10-20% nur, was ja verdammt wenig ist. Ich treffe diesen Vogel nicht. Zum Müllhalde. Welchen Müll produzieren Zombies denn? Gehirnreste. So nicht aufgegessene Gehirne. Die essen ja nur Gehirne. Ich glaube, davon. Gehirn ist Mangelware.
Dieser Vogel macht mich kirre, ey. Das ist schon schlimm. Bisschen Buddha muss da rein. Buddha ist nämlich immer was Judith. Merkt euch das, Kinder. Butter ist gut, Butter macht Spaß. Ein Zug, da sollte man vorsichtig sein. Mit Zügen können schlimme Dinge passieren. Ich meine, die schlimmsten Ereignisse der Menschheit sind schließlich in Zügen passiert. Ich meine, überlegt man, ne? Was denn alles Schlimmes in Zügen passiert? Was ist alles Schlimmes in Zügen passiert, was von einem Österreicher ausgelöst wurde? Was ist alles in Zügen passiert, was dann die da nach Polen gefahren sind? Das ist alles in Zügen. Ja, nicht so wichtig. Oh nein, schwarzer Humor, ich hab Angst vor schwarzen Humor, es ist doof und doof und doof und doof und doof. So mit Gesundheit. Ah, es ist wieder so ein Gesundheitsmeasure-Up. Das hat ja. Die sind ja also in Garnua Vereins waren die ja brutal einfach. Also wenn die Zombies da am Strand nicht gewonnen haben, dann war es entweder das größte Drecksteam oder die Zombies waren einfach die krassesten nur Pflanzenspieler, die es komplett drauf haben. Das war ja seltener der Fall in Garden Warfare 1. Obwohl am PC ging es eigentlich bei den Pflanzen. Es gab halt wirklich mehrere Just Plants Player, mich meistens eingeschlossen. Weil du das einfach sozusagen. Bei vielen kannst du ja sozusagen nichts reparieren. Ich meine, du hast einen Schaden. Ne, also, ich habe einen Schaden, aber jetzt. Du hast einen Schaden am Zombos. Hier. Wo du sagst, ja, das kannst du nicht reparieren. Wenn einmal Schaden da ist, ist einmal Schaden da. Und so war es halt auch bei der Sonnenblume damals. Der Riesensonnenblume war das, glaube ich. Ja, die Riesensonnenblume. Am Hafen, die sehr, sagen wir mal, einfach runterzukriegen war. Sie war extrem einfach zu killen, also wirklich jedes Zombie-Team, was es. Oh, die Rakete war gut. Oder glücklich. Jedes Zombie-Team, was halbwegs auf die Kette gekriegt hat, hat das halt gewonnen. Hier scheint es jetzt etwas anders zu sein, da der Zombie halt irgendwie noch ein Schild hat. Elektroschild, weiß ich nicht. Ah nein, da drauf muss man schießen. Den Schwachpunkt gefunden. Butter! Das Gute allerdings ist halt, sobald der verwundbar ist jetzt, werden die Zombies halt versuchen, alle wegzuholen. Und wenn man sich schön an die Seite stellt, kann man Zombies abräumen. Ach, come on. Hat er sich wieder verteidigt hier? Zu aufpassen. Na, konnte ich nichts mehr machen. Hab zu spät Y gedrückt für den Dive. Würde ich jetzt mal nennen, also für dieses Fliegen. Oh, ist nicht so schlimm. Aber der Brandmeister, der gefällt mir schon mal sehr gut. Also das geschmolzene Aluminium, nenne ich es jetzt mal, also was auch immer diese Dose ist, bewegt sich für mich ein bisschen zu blattmäßig, aber jetzt würde ich sagen, geht das hundertprozentig klar. Kackviech, Kackviech, Kackviech. Hello. Ich habe dem die Raketen komplett ins Gesicht geschossen. Wie kann er das überlebt haben?
Das werde ich mir in der Aufnahme nochmal angucken. Oh, der Bot kann beschädigt werden. Der kriegt erstmal eine Butterladung hier. Ja, also das ist natürlich komplett was anderes im Gegensatz zu der Verteidigungsmission der Pflanzengunwerfer 1, einfach aus dem Grund, weil er hier halt ein relativ langes Schild hat, was man halt auch erstmal wieder zerstören muss, was an einer einzigen Position liegt, wo die Zombies sehr gut campen können, tun, machen. Also wo die Zombies eigentlich durchgehend campen können. Können und es auch machen. Also ich sehe da jetzt keinen sonderlich einfachen Weg, da reinzukommen. Schon wieder. Ich habe hier wieder Frühfäuste, okay. Ich habe ihm wieder die Raketen komplett ins Gesicht geschossen und er dachte sich. Ja, nö. Ja, also das gewinnen die Zombies, das ist natürlich was ganz anderes in diesem Fall jetzt. Bin gefroren. Gefriest. Sorry. Lavapool. Alles klar, man bleibt einfach auf der Lava liegen. That logic. Was passiert? Zeit abgelaufen oder kaputt? Der Wicht pennt. Kaputt. Und er geht in der Lava unter, aber ich nicht. These nuts. Perfekter Sieg. Schönes Ding. Ich konnte den lieben Feuerschießer gut darstellen, würde ich sagen. Ein bisschen. Ich habe nicht viel geredet heute, muss ja aber auch mal nicht sein. Immer. Heute war mal mehr so Gameplay im Vordergrund. So ein bisschen Zeug. Die Folge ist relativ kurz. Und das ist ja auch mal gut, wenn du so eine 15-Minuten-Folge hast. Und dann würde ich natürlich sagen, wie immer, bleibt cool. Macht euch noch einen schönen Morgen, Nachmittag oder Abend, wann auch immer ihr das guckt. Und haut raus. Thank you.